Der Kollege Matthias Hauer für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute abschließend das Finanzaufsichtsrecht-Ergänzungsgesetz. Dass das Gesetz aus zwei Teilen besteht, das haben wir gerade schon alles gehört. Wir haben auch sehr viel zum ersten Teil, wo es um das Thema Immobilienblasen vermeiden geht, gehört. Und dass wir diese Instrumente, die wir nun an die Hand bekommen, von Seiten der Politik hoffentlich nie brauchen werden, ist, glaube ich, auch hinreichend erörtert worden. Ich will mich also auf den zweiten Teil des Gesetzes konzentrieren und verweise zum ersten Teil auf das, was meine Kollegin Antje Tillmann, unsere finanzpolitische Sprecherin für die Union, schon dargelegt hat. Der Name des Gesetzes mag recht sperrig sein, aber im zweiten Teil machen wir etwas, was für Verbraucherschutz in Deutschland sehr wichtig ist. Wir bauen mit dem Gesetz die Hürden ab, die bei der Vergabe von Wohnimmobilienkrediten in dem vergangenen Jahr entstanden sind. Seit einem Jahr besteht Rechtsunsicherheit. Banken und Sparkassen haben deshalb viele Kredite abgelehnt, gerade Kredite von jungen Familien und Senioren. Und wenn ich gerade höre, wir brauchen mehr Wohnungen, dann stimmt das. Und dann gilt das sicherlich gerade für junge Familien. Die Umsetzung der Richtlinie hat zu viel Unsicherheit damals beigetragen. Der damalige Gesetzentwurf, wir haben das ja auch in der ersten Lesung schon diskutiert, aus dem Hause von SPD-Minister Heiko Maas, hatte erhebliche Mängel. In meiner Rede damals, vor zwei Monaten, habe ich diese Mängel im Detail benannt. Ich habe deutlich gemacht, dass ein wichtiger Halbsatz einer Ausnahmeregelung nicht ins deutsche Gesetz übernommen wurde und auch, dass durch viele unbestimmte Rechtsbegriffe viel Rechtsunklarheit im deutschen Recht gestiftet wurde. Das reparieren wir heute. Den fehlenden Halbsatz fügen wir ein ins bürgerliche Gesetzbuch und ins Kreditwesengesetz. Für weitere Klarheit wird eine Rechtsverordnung sorgen, eine Rechtsverordnung der Bundesregierung, eine gemeinsame von Bundesministerium der Finanzen und Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Wir erwarten, dass die Ministerien in diese Beratungen auch Vertreterinnen und Vertreter der Kreditwirtschaft und des Verbraucherschutzes einbeziehen, damit wir eine praxisnahe Lösung bekommen, eine praxisgerechte Ausgestaltung, damit diejenigen, die sich einen Kredit leisten können, diesen Kredit dann auch bekommen. Mit dem Gesetz ist es nun wieder möglich, bei der Kreditwürdigkeitsprüfung stärker auf den Wert der Immobilie abzustellen, was ja auch viel Sinn macht. Wir erreichen damit, dass junge Familien wieder leichter Wohneigentum erwerben können und dass ältere Menschen den altersgerechten Umbau ihrer Immobilie besser finanzieren können. Das erreichen wir mit dem Gesetz, und das war auch stets Anliegen von CDU und CSU. Wir haben mit dem Gesetz auch das Thema Koppelungsgeschäfte aufgegriffen. Worum geht es dabei? Wenn eine Bank einen Kreditvertrag abschließt und das Ganze dann an den Abschluss eines weiteren Vertrages koppelt, dann sorgt das schon mal für Unstimmigkeiten. Es gibt Koppelungen, die machen Sinn, wenn zum Beispiel ein Sparkonto miteröffnet werden muss und mit diesem Sparkonto dann die Kreditraten bedient werden. Es gibt aber auch Koppelungen, die machen keinen Sinn, jedenfalls nicht für die Kundinnen und Kunden, sondern nur für die Kreditinstitute. Und da fügen wir eine Klarstellung ein, dass Koppelungen dem Nutzen der Kundinnen und Kunden dienen müssen. Das regeln wir nun im Kreditwesengesetz und mit einem Verweis im bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist übrigens erst im Gesetzgebungsverfahren hier aufs Tableau gekommen. Insofern kann man deutlich sagen, wir haben das Gesetz noch ein Stück besser gemacht an der Stelle. Auch das Thema Vorfälligkeitsentschädigung, Herr Dr. Schick von den Grünen hat es gerade auch angesprochen, haben wir im Gesetzgebungsverfahren intensiv beraten. Wir haben die Sachverständigen in der Anhörung dazu befragt. Und ich habe für die Unionsfraktion sehr deutlich gemacht, dass es für den durchschnittlichen Kreditnehmer kaum möglich ist, derzeit die Vorfälligkeitsentschädigung annähernd korrekt zu berechnen. Und hier herrscht eine gewisse Intransparenz, und da müssen wir ran, da müssen wir Klarheit schaffen. Wir wollen also mehr Transparenz für diejenigen, die einen Kredit aufnehmen wollen. Wir wollen aber auch eine gute Lösung. Und auf dem Weg dahin sind wir. Es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, die genau das anstrebt, nämlich Klarheit bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung. Und deshalb ist es vernünftig, diese Ergebnisse der Arbeitsgruppe abzuwarten
Und wir erwarten, und diese Erwartung möchte ich heute noch einmal deutlich formulieren, dass diese Ergebnisse zügig uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir die Änderungen dann vornehmen können für mehr Transparenz. Ich hoffe, dass es in dieser Legislaturperiode klappt. Falls das in dieser Legislaturperiode nicht mehr klappt, wird das sicherlich die nächste unionsgeführte Koalition dann nach der nächsten Bundestagswahl angehen. Nach der kommenden Bundestagswahl. Bei der Einbringung des Gesetzes hatte ich für die Unionsfraktion betont, dass am Ende der Beratung eine Lösung stehen muss, die für mehr Rechtssicherheit steht, die aber gleichzeitig den Bogen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nicht überspannt. Das haben wir mit dem Gesetz erreicht für mehr Verbraucherschutz. Und deshalb bitte ich auch um Ihre Zustimmung zu dem Gesetz. Vielen Dank. Johannes Fechner ist der nächste Redner für die SPD.